Servus, ich habe heute Bits, ein Spiel vom Ravensburger Verlag für 1 bis 4 Personen ab 8 Jahren. Der Spieleautor ist kein anderer als Rainer Gnizia und auch allgemein, wenn der Titel oder das Cover hier irgendwie bekannt vorkommen soll, der braucht sich nicht wundern, denn Bits ist in gewisser Weise der Nachfolger von Fitz, ein Legespiel, Tetris-artiges Legespiel, das mir sehr gefällt. Nachfolger deshalb, weil die Spielelemente relativ ähnlich sind, das Spiel, ganze Spielablauf relativ ähnlich ist. Und ja, wir wollen heute einfach mal in Bits reinschauen, schauen, für wen ist es was, was ist jetzt die Zielgruppe, sind es die Fitz-Spieler oder ist es für die dann schon eher abgedroschen? Ist es eigentlich nur eine Variante oder ja, ist da irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal von Bits, dass das Spiel auch so nochmal interessant macht, selbst wenn man jetzt Fitz schon nimmer sehen kann und es einem zu den Ohren rauskommt? Ich würde sagen, gucken wir einfach mal rein, bilden wir uns eine Meinung, schauen einfach uns das Spiel jetzt mal im Video an. Zu Beginn des Spiels bekommt jeder Spieler eine Rampe hier, dann so eine Platte, die er einlegen kann, wo so ein Raster jetzt drauf ist, und einen Satz dieser Steine. Die Steine sind wirklich, diese Steinsätze sind bei jedem Spieler gleich, sie unterscheiden sich jetzt wirklich nur durch das Symbol, das jetzt hier drauf ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal die schwarzen beispielsweise hernehme, da haben wir jetzt hier ein schwarzes mit einem Kreuz, eins mit einem Kreis und eins mit so einem Quadrat. Und dadurch kann man die unterscheiden, falls sie mal durcheinander geraten und jeder Spieler weiß, wenn er von oben drauf schaut, ah ja, das ist mein Stein. Jo. Ansonsten sind die komplett gleich. Ja, die legt man dann bereit, genauso wie die Startteile, die braucht man dann später zum Ermitteln. Ja, man mischt diesen Stapel mit diesen gelben Kärtchen durch, auch den mit den grauen hier und natürlich auch einzeln den Stapel mit jeweils den Kärtchen mit diesen Zahlen hier drauf. Also hier ist praktisch sind die 1er, 2er und so weiter. So, ist das geschafft, wird jetzt einfach eins dieser Kärtchen aufgedeckt. Das Spiel verläuft nämlich in Runden. Erste, zweite, dritte Runde, wenn man die Einsteigervariante spielt und vierte Runde, wenn man die Profivariante spielt. So, und jetzt kommt es dazu, dass man zunächst einmal einen solchen Startstein erhält. Das sind genauso Steine wie die anderen auch, nur dass sie eben kein Symbol haben. So, und jeder Spieler nimmt sich jetzt hier eins dieser grauen Blättchen, dreht die um und nimmt sich dann praktisch den Stein, den man hier auf dem Blättchen drauf hat. Legt man einfach hier rein. Einfach von oben nach unten einsetzen. Ich darf den drehen und wenden, wie ich möchte. Ich kann den auch in der Mitte einsetzen oder hier am Rand. Ganz egal, ich setze den einfach in mein Feld ein. Okay, und dann, wenn das geschehen ist, kann das Spiel auch schon losgehen. Zu Beginn jeder Runde wird jetzt hier ein Auftragskärtchen aufgedeckt. Also in der zweiten Runde kommt das dazu, in der dritten das. Und wenn man Expertenvariante spielt, kommt auch noch dieses hier dazu. Die Kärtchen der ersten Runde sind immer gleich aufgebaut. Hier hat man jetzt eben einen Auftrag, den man erfüllen muss, um wichtige Punkte zu bekommen. Hier zum Beispiel hat man auf der linken Seite 4er Flächen, also hier muss man einfach Flächen der gleichen Farbe bilden, die ja, 4 dieser Quadratplättchen umfassen. Und wenn man das schafft, kriegt man hier plus einen Punkt. Hier spielt die Ausrichtung dieser Plättchen keine Rolle, genauso wie auch hier nicht. Hier hat man zum Beispiel jetzt ein Quadrat, hier muss man beispielsweise ein blaues Quadrat am Ende in seinem Raster liegen haben, damit man hier 2 Siegpunkte gewinnt. Die Karten der ersten Reihe sind alle gleich aufgebaut, also da muss man einfach immer Vierlinge bauen und wie gesagt, die Ausrichtung ist vollkommen egal, also es könnte auch so drin liegen oder so drin liegen, vollkommen wurscht. Okay. Ja, und dann wird einfach hier ein Kärtchen aufgedeckt. Alle Spieler müssen den Stein nehmen und verbauen, mit Ausnahme, manchmal kann man diesen grauen einbauen, dazu kommen wir später noch. Und jetzt von oben nach unten in direkter Linie hier einsetzen. Da kann man auch wieder vorher drehen und machen, wie man will. Man kann sich die Position aussuchen, wo man möchte, darf das also überall tun. Meinetwegen hier den lila nennen, dann kommt der nächste. Jetzt hier wäre der rote. Und dann käme wieder der nächste, dann hätte man noch einen lila nennen. Dann könnte ich gleich hier, weil hier würde ich jetzt dieses Quadrat beispielsweise bekommen. Ja, und das macht man jetzt so lang, bis ein Spieler eben nicht mehr legen kann. Oder dann muss er ausscheiden, solange bis kein Spieler mehr legen kann. Und dann wird einfach die Punktewertung gemacht. Man wertet, wie viele Punkte hat jeder geschafft. So könnte es jetzt kurz vor Schluss aussehen. Ist natürlich kein sinniges Beispiel, aber nur zur Veranschaulichung habe ich das jetzt einfach mal so aufgebaut, dass ich ein paar Sachen daran erklären kann. Also jetzt wird zum Beispiel das nächste Plättchen aufgedeckt und dann könnte ich mir ja sagen, okay, dann lege ich den hier rein und staube 2 Punkte für diese rote Quadratfläche ab. Aber das darf ich nicht, denn über das Raster hinaus darf keines dieser Plättchen hinausragen. Deshalb muss ich ihn vielleicht sinnigerweise hier hinbauen und hole mir zumindest einen Punkt für diesen Vierling her. Für das nächste Plättchen, das hat auch wieder ein Problem für mich, denn wenn ich das hier reinlege, zerstöre ich mir zumindest diesen
Ja, diesen Vierling hier und verliere einen Punkt. Wenn ich so drehen würde, wäre es noch schlimmer, würde ich sogar noch dieses gelbe Quadrat verlieren und den blauen Vierling. Deshalb darf ich auch einmal in der Runde mich dazu entscheiden, statt dem Plättchen, das gerade aufgedeckt wurde, was ich ja eigentlich immer legen muss, diesen grauen Vierling einzusetzen und mir sozusagen eben dadurch nichts verbauen muss. Also der zählt dann einfach wie eine neutrale Farbe und grenzt das Ganze jetzt hier ab. So, und dann hätte ich jetzt noch ein letztes Kärtchen. Wir erinnern uns, hier darf ich es dann nicht mehr bauen. Ja, das kann ich jetzt hier gewinnbringend nicht mehr einsetzen. Ich schiebe es dann also einfach rein. Und ja, jetzt muss ich im Endeffekt aus dem Spiel aussteigen. Andere haben vielleicht noch zwei Zusammenhänge, die dürfen dann noch ein Plättchen mehr aufdecken. Zwei bleiben grundsätzlich immer üblich, mindestens. Ja, und dann wird einfach die Wertung vorgenommen. Man schaut jetzt also hier, habe ich zwei Quadratflächen, sind vier Punkte und 1, 2, 3, 4 sind eben drei Punkte. Ist die Wertung gemacht, wird das Ergebnis einfach aufgeschrieben. Dieses Tableau wird einfach geleert, die Rampe. Dann deckt man ein neues Auftragskärtchen auf und nimmt sich einen neuen Stein, der wieder durch diese grauen Kärtchen hier ermittelt wird. So, und jetzt habe ich auf einmal hier zwei Auftragskärtchen liegen und die sind kumulativ. Das heißt, ich muss sie jetzt beide beachten. Also das aus der ersten Runde wie auch das aus der zweiten Runde. Ich muss jetzt also neben den Vierlingen und den Quadraten auch noch auf rote Drillinge achten. Ja, der zweite Stapel ist eben so aufgebaut, dass das farbspezifische Aufträge sind, die auch unterschiedliche Punkte geben. Also hier zum Beispiel schwarzer Zweier nur ein, lilaner Einer plus ein und der blaue Drilling 2 zum Beispiel. Ja, in den anderen Stapeln haben wir dann hier auf einmal Minuspunkte. Da kriegt man für spezielle Formationen Minuspunkte. Sollten die sich jetzt hier überschneiden, also wie hier, rot und dieser Drilling hier, die würden sich ja gegenseitig aufheben. Also wenn das passiert, muss man hier diese Karte ablegen und eine neue ziehen, damit die sich jetzt nicht gegenseitig ausschließen. Das wäre sonst langweilig. Okay. Und dann in der nächsten Runde wird dann vielleicht sogar noch die Expertenvariante gespielt. Hier sind dann hier so Fünflinge mit drin. Wie gesagt, man schreibt alle Punkte auf von Runde zu Runde, addiert die am Ende zusammen und wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel und freut sich. So, jetzt wird es interessant, das Fazit zu Bits. Ich würde sagen, von den Materialien her, es sind wieder wirklich gute Materialien, aber es hat auch wieder kleine Schwächen, genauso wie es bei Fitz auch schon war. Also zunächst einmal diese Rampen hier, die hier dabei sind, sind wieder echt gut. Man hat hier wieder so Gummifüße, damit die nicht rutschen. Man hat hier so ein Einlegeplättchen da. Auch diese Plättchen, die man hier reinlegen kann, sind gut. Aber teilweise, ja, auch die Karten haben sie jetzt verbessert. Also nicht mehr so labbrig, sondern sind so Pappkärtchen. Aber dafür habe ich es jetzt bei diesen Kärtchen hier. Also die sind irgendwie so wirklich unhandlich vom Handling her. Es ist total schwierig, die da zu mischen und das ist total umständlich. Hätte man doch auch wieder einfach auf so, ja, sagen wir mal, quadratische Kärtchen machen können, wie es bei Fitz war. Fände ich irgendwie schöner. Hätte man eine andere Rückseite gemacht, würde man die auch gut unterscheiden können und dann wäre es schon wieder irgendwie besser gewesen. Ja, an sich aber so auch wirklich gut zu unterscheiden durch diese Symbole, die drauf sind. Sind ja alle gleich, die Plättchen, und man muss jetzt nicht extra rumdrehen und schauen, ist das meins, sondern man sieht von vorne, dass das jetzt meine Teile sind und das ist echt gut. Da kann man sie schön schnell aussortieren, muss nicht immer ständig hin und her drehen. Ja, von den Schiebeeigenschaften hier haben wir jetzt keine so Plastikeinlage wie bei Fitz, was ich echt gut fand. Da sind die Teile nicht so einfach hin und her gerutscht, weil die wirklich in so einer Rinne gelaufen sind. Und das hier nicht, hätte man vielleicht aber auch machen können. Also das hätte ich echt gut gefunden. Aber ja, das ist einfach nicht der Fall. Ja. Ich meine, es ist wirklich hier kein schlechtes Material dabei, aber man hätte es trotzdem irgendwie noch ein bisschen besser hinkriegen können, denke ich. Von der Schachtel ist die Größe vollkommen in Ordnung. Da gibt es eigentlich auch nichts dran auszusetzen. Ja, nur wie ist das Spiel jetzt spielerisch? Ich habe es jetzt auch mit Grundschulkindern gespielt, von der ersten bis zur vierten Klasse. Bei Fitz konnten so ziemlich alle Kinder mitspielen, aber ich muss sagen, Bits ist schon ein bisschen schwerer wie Fitz. Also das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Da hatten dann so die Drittklässler und Viertklässler haben richtig ausgesagt, dass es etwas schwerer ist und mit den kleineren Kindern konnte ich es eigentlich auch gar nicht spielen, weil die Regeln dann vielleicht doch etwas zu kompliziert sind. Man muss halt hier dann doch mehrere Merkmale beachten. Wenn man hier verschiedene Karten hat, muss man auf alles drei schauen und das ist dann für einen Erst- oder Zweitklässler vielleicht einfach zu viel. Ein Kind des Fittes kann es natürlich auch wieder, aber ich sag mal, in der Regel so ab dritter, vierter Klasse ist das Spiel dann auch wirklich interessant für die Kinder. Ja, vom Spielprinzip her ist es ja wirklich altbekannt. Es wird das aufgedeckt oder halt der Karte aufgedeckt hier. Man muss das Teil einsetzen, darf das legen
und muss das einsetzen, muss halt jetzt wirklich schauen, von Runde zu Runde kommt ja immer ein neues Merkmal hinzu, auf das man jetzt achten muss. Also man kann hier ja verschiedene Formen bauen, manchmal sind sie farbig und haben eine Form auch, dann gibt es Plus- und Minuspunkte, dann eine kleine Rechnerei auch dabei. Ja, man muss ja wirklich gut überlegen, gut planen, muss auch schauen, welche Teile sind jetzt hier noch da, welche kann ich noch verbauen, welche könnten noch kommen. Aber man muss auch sagen, hier ist trotzdem ein höherer Glücksfaktor, wie ich finde, als bei Fits mit dabei. Denn ich habe zwar hier dieses graue Teil, das ich einsetzen kann, wenn ich kein anderes Plättchen legen darf, aber ich kann zum Beispiel keins der Plättchen auslassen. Und das finde ich irgendwie schade, weil oftmals passt das Graue einfach nicht rein und macht mir auch was kaputt. Also das ist wirklich selten, dass dieses graue Teil mir wirklich einen Nutzen bringt. Bei Fits, wenn ein Teil nicht gepasst hat, habe ich es einfach rausgelegt und hatte dadurch wieder einen kleinen Vorteil. Ja, und das ist hier einfach nicht der Fall. Finde ich einfach schade. Auch wenn hier nicht alle dieser Teile auch jede Runde verbaut, es bleiben immer ein paar übrig, sodass man eigentlich nie genau planen kann, welche Teile kommen denn letztendlich noch und kann sich da gar nicht so richtig darauf vorbereiten. Und von diesem Gesichtspunkt aus würde ich sagen, dass der Glücksfaktor bei Bits etwas höher ist, weil man einfach nicht so gut planen kann, gerade wenn es aufs Ende hinzugeht. Ja, finde ich schade, hätte man vielleicht durch die Regel, ich weiß nicht, warum das so ist, wieso macht man nicht einfach die Regel, ich darf das Teil auch weglassen, dann fände ich das wieder etwas, das Glück wieder etwas aufgehoben. Ja, aber es ist wirklich ein marginaler, minimaler Unterschied zwischen Fits und Bits vom Glücksfaktor her, denke ich. Alles in allem gefällt mir trotzdem Fits ein bisschen besser, weil mir das Material noch ein wenig besser gefällt, die Plättchen, auch das Spielprinzip ein klein wenig besser gefällt. Es ist kein schlechtes Spiel, es macht wirklich auch wieder Spaß, muss man absolut sagen, aber halt der Frustfaktor ist etwas höher. Und ja, das ist dann auch das, wo es dann im Gegensatz zu Bits noch einen kleinen Abzug bekommt. Aber trotzdem wieder ein gutes Familienspiel, auch ein Spiel, das wirklich räumliches Vorstellungsvermögen mit problemlösendem Denken kombiniert, wo wirklich Kinder was lernen können, intuitiv was lernen können. Und ja, das ist, finde ich, auch wieder echt pädagogisch wertvoll. Kann man sich wirklich anschaffen. Ja, ich glaube, es ist auch relativ egal. Was einem halt besser gefällt, will man Bits oder Fits, muss man es irgendwie selber auch rausfinden. Ich finde Bits an sich schöner, aber ja, vielleicht hat man auch Lust auf beides. Also von mir zu empfehlen, aber mit kleinen Abstrichen. Brettspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.spielama.de. Ja, der Nachfolger ist eben gerade deshalb, weil diese Tetris-artigen Elemente auch wieder hier bei Bits zu finden sind. Auch vom Material her ist es ähnlich und vom ganzen Spielprinzip. Ja, deshalb wollen wir einfach mal reingucken und schauen, ist Bits jetzt eine Antwort?